Moin, moin, meine lieben Leute und Harry Potter-Fans. Wir spielen weiter die Kammer des Schreckens und haben ja in der letzten Folge erfahren, dass Hagrid nach Azkaban kommt und er hat uns noch einen Tipp gegeben. Was sollen wir machen? Wir sollen den Spinnern folgen. Das machen wir jetzt auch. Mal ganz kurz hier meinen Kopfhörer den Ton ein bisschen leiser machen. Das ist ein bisschen laut. So. Was machen wir jetzt? Wir versuchen jetzt, den Spinnen zu folgen. Ich weiß noch gar nicht, welche Richtung wir da müssen, aber... Welche Richtung soll denn das gehen? Da. Wahrscheinlich Richtung Ron, ne? Da, guck mal, hier laufen die Spinnen auch schon längst. Gucken wir mal, wie wir finden. Die Oberspinne wahrscheinlich. Oh, wie kommen wir da rüber? Auf diesen Vorsprung kann ich nicht hinaufklettern. Er ist zu hoch. Ich helfe dir hoch, Harry. Du musst alleine in den verbotenen Wald gehen. Oh, das wird Ron ja überhaupt nicht, das wird ihn ja wahrscheinlich gar nicht stören, denn die alle Schisser... Viel Glück, Harry. Hast ja Spinnen, also von daher. So, dann lass uns mal loslegen. Ah, okay. Guck mal. So, ich hab mir schon gewollt, wie wir rüberkommen, aber so kommen wir natürlich locker rüber. Da müssen wir auch gleich rüber. Machen wir von hier aus. Und hier gleich noch eine Truhe. Wie cool ist das denn? Sehr gut. Okay, ein paar Böhnchen. Haben wir eingesammelt. Perfekt. Defendo! Ja, guck mal, jetzt mal auch locker rüber. Ah, das andere wäre auch echt knifflig geworden. Elasto! Defendo! Oh, da. Okay. Karte dran. Ach, guck mal an. Tatsächlich. Boah, ist auch gemeiner Geheimgang. Man sieht ja fast gar nichts. Hui. So, das ist noch ein schöner Frosch. Den nehmen wir mit. Das war ja dumm von mir. Ach, guck mal, die essen den auf, okay. Aber war ein bisschen dumm von mir, ne? Hätte man auch ein bisschen nicht ganz so unweitsichtig springen können. Na egal. So. Einspannen tun uns ja nicht so viel. Die Großen sind gefährlich. Ja. Wie komme ich da? Okay, gibt es schon einen anderen Weg noch, den wir da hinkommen. Okay, ich dachte, ich könnte da nochmal hoch. Komm ich da mal hoch? Oh, jetzt kämpfen wir uns den ganzen Baum hoch, ja, wahrscheinlich, ne? Wir müssen aber schon mal unten einen Frosch, den holen wir uns mal. Stehen! Danke. Die Karte, das war easy peasy. Aber... Geht's hier auch weiter? Und da sind wir ja gekommen, aber was muss ich jetzt machen? Gibt es hier noch irgendwas, wo ich hin kann? Ich kann nicht herunterspringen wieder? Okay.
Okay, man verliert nicht wirklich viel Leben, das ist schon mal gut. Ist hier draußen noch irgendwas? Nö, oh, dann kann man darauf, ne? So! Oh. Defendo! Alter, sind hier viele Spinnen. Weben. Das ist mal nicht so schön. Ich war auch sehr begeistert. Im Film war ich sehr begeistert von den Spinnen, muss ich sagen. Das hat mir schon. Der Wald war schon recht gut gelungen. Fand ich zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Hier ist noch ein Kärtchen. Da hat er auch noch eine aufgemacht unten, ne? Müssen wir auch nochmal hin. Alle Hurra! Auch noch ein Kärtchen hier. So, mal hochklettern. Die Richtung, ne? Wasser geplumpst? War ja dumm von dem. Flipendo! Flipendo! Oh, komm mal her. Was ist hier? Ab in den Brunnen, ob wir hier noch ein Loch reinschmeißen können. Na egal. Speichern wir. Hüpft immer so blöde weg, der Frosch. Lass doch mal stehen, du. Oh, hier kann ich ein Seil hoch. Wie soll man die da auch mal ein hier? Dass wir alles dabei haben, hoch. Oh, nee, achso, ich dachte, hier da drauf stehen müssen, aber muss ich gar nicht. Können wir da irgendwie noch hochkommen? Oder muss ich wahrscheinlich von einem anderen Weg gleich kommen. Ne? Aber es sieht so aus, als ob es da noch in irgendeine Richtung geht. Na komm, jetzt kommen wir dann ins. Den Weg hatte ich mir schon gedacht. Und sollte es uns so aufgehen, ne? Gott sei Dank, ich dachte, ich falle schon richtig tief. Aufglitscht, nicht so schlimm. So. Was macht er denn da? Nochmal. Und darauf. Darauf. Darüber. Sehr gut. Ist da noch mehr da drüben? Nee, ne? Ja, da ist nichts mehr. Oh! Ich bin da beinahe runtergeplumpst hier. Alle Hurra! Nein, nein. Oh. Obwohl, warte mal. Defendo! Mal die Dings da essen. Apropos essen, ich habe ein paar Chips. Soll ich mal was vorkauen? Ein Essig. Mmh, lecker. So. Los, schmatz die Pilze. Du magst sie doch. Ziemlich gutes Ding eigentlich. Flipendo!
gespalten den Ast. Ganz easy mit meinem magischen Superzauberstab. Okay. Das war jetzt uncool. Das war richtig uncool, oder? Scheiße. Oh. Ganzen Kram am Mann. Ey, das war echt blöd. Aber kein Speicherpunkt mehr. Das war echt gerade blöd, muss ich zugeben. Wir hätten noch aufpassen können, aber naja. Nein, bleib, halt dich doch fest. Oh, wieso hält er sich denn nicht da fest? Also Dinger da hinten essen. Macht er das jetzt endlich mal wieder? Los, esst die alle auf da, du Heini. Sehr gut. Ich will mich ein bisschen ärgern. Flipendo! So, nochmal. Flipendo! Jetzt wissen wir ja, dass gleich darunter stürzt. Ah, warte mal kurz. Hier irgendwie. Macht er gerade was hier? So. Da ist einfach ein Ast stehen, nicht so wie gerade eben. Defendo! Da ist sogar eine Truhe, nehmen wir die Truhe nochmal mit. Defendo! Hier ist noch eine Karte. Oh, ich dachte, wir gerade weggeflattert. Aber jetzt haben wir vier Dinger, das ist natürlich cool. Gut, dann gehen wir zurück. Rein. Und auf die Megaspinne bin ich ein bisschen gespannt, muss ich zugeben. Aragog, hier ist ein Mensch! Aragog. Ist es Hagrid? Nein, nicht Hagrid. Ich bin ein Freund von Hagrid. Ich bin gekommen, um ihm zu helfen. Warum braucht Hagrid Hilfe? Es wird behauptet, Hagrid habe vor vielen Jahren ein Monster in Hogwarts freigelassen. Es hat jemanden getötet und nun ist es zurückgekehrt. Er hat mich freigelassen, aber dann hat er mich weggeschickt. Ich bin niemals zurückgekehrt und ich habe niemanden in der Schule angegriffen. Du bist also nicht der Wächter der Kammer des Schreckens? Nein. Der Wächter der Kammer ist eine uralte Kreatur, die wir Spinnen mehr als alles andere fürchten. Diese Kreatur hat das Mädchen in der Toilette getötet, nicht ich.
Danke, ich sollte jetzt besser gehen. Nein, das wirst du nicht. Ich kann meinen Kindern frisches Fleisch nicht verwehren. Adieu, Freund von Hagrid. Oh oh. Wenn ich es schaffe, diese Netze mit Diffindo durchzuschneiden, fällt Aragog bestimmt in die Senke. Beißt ihn, meine Kinder! War jetzt nicht allzu schwer, muss ich zugeben. Aber jetzt kommt der Aragog-Kampf, oder was? Aragog-Kampf? Du entkommst mir. Na, hochkommen sie doch wahrscheinlich, ne? Ein paar Mal. Töten wollten, ne? Ich glaube, sie ist auch nicht tot. Wäre ja auch fies gewesen jetzt für uns. Lockhart war doch für was gut. Er hat uns Rictus Sempra beigebracht. Ja, da kommt das Auto. Naja, wie im Film. Bisschen anders. Ausgezeichnete Arbeit, Harry. Sieh nur, ich habe Dads Auto gefunden. Aber ich muss dir was Schlimmes mitteilen. Hermine wurde angegriffen. Sie ist versteinert, wie die anderen. Oh nein! Wir sollten so schnell wie möglich zurückkehren! Steig ein! Okay, dann laufen wir mal Ron hinterher. Ich sollte mich besser nicht von Madame Pomfrey erwischen lassen. Da ist Hermine. Was hat sie da in der Hand? Eine Notiz? Es ist ihre Handschrift. Da steht... Von den vielen furchterregenden Biestern und Monstern, die unser Land durchstreifen, ist keines seltsamer oder tödlicher als der Basilisk, auch bekannt als der König der Schlangen. Diese Schlange, die eine gigantische Größe erreichen und viele hundert Jahre alt werden kann, wird aus einem Hühnerei geboren, das von einer Kröte ausgebrütet wird. Außer seinen tödlichen und giftigen Zähnen hat der Basilisk einen mörderischen Blick. Und alle, die in den Bann seiner Augen geraten, erleiden den sofortigen Tod. Spinnen fliehen vor dem Basilisken, denn er ist ihr tödlicher Erbfeind. Und der Basilisk entflieht nur dem Krähen des Hahnes, das tödlich für ihn ist. Aber wie ist der Basilisk im Schloss herumgekommen? Eine große Schlange. Jemand hätte sie sehen müssen. Rohre! Ronis hat die Rohrleitung benutzt. Ich habe diese Stimme aus den Wänden gehört. Das Mädchen, das ums Leben gekommen ist. Aragog hat gesagt, sie wurde in einer Toilette gefunden. Was ist, wenn sie die Toilette nie verlassen hat? Was ist, wenn sie immer noch dort ist? Du denkst doch nicht etwa, die maulende Myrte. Der Eingang zur Kammer des Schreckens. Er ist doch nicht etwa in der Toilette der maulenden Myrte. Die Schüler kehren sofort in ihre Schlafsäle zurück. Die Lehrer versammeln sich im Lehrerzimmer. Unverzüglich, bitte. Oh nein, nicht schon wieder ein Angriff. Gucken wir uns mal nach, was da passiert. Ja, es gab einen weiteren Angriff. Den schlimmsten Angriff überhaupt. Dieses Mal war jemand entführt worden.
Es handelte sich um Ginny Weasley. Und eine weitere Botschaft stand an der Wand. Ihr Skelett wird für immer in der Kammer liegen. Jetzt würde Hogwarts sicher bald geschlossen werden. Professor Lockhart wurde der Auftrag erteilt, Ginny zu befreien. Aber Ron und Harry fanden keine Ruhe. Sie mussten etwas unternehmen. Beeil dich, Harry. Wir müssen Ginny retten. Wir müssen alles genau planen. Ich gehe in die Toilette der Maul in Myrte und versuche, den Eingang zur Kammer des Schreckens zu finden. Und ich gehe Lockhart suchen. Es würde mich nicht wundern, wenn er versucht, sich aus dem Staub zu machen. Ein klein wenig schade, dass die Geschichte so holterdiepolter durchgezogen wird. Ne? Also es fehlt so ein bisschen mehr Spannung bei der Geschichte, finde ich. Also, beziehungsweise die Zusammenhänge. Ich finde, das Erzählen zwischendurch ist ganz nett. Aber es ist auch... Jetzt anhören. War das hier oben? War das nicht auch hier oben? Bin ich jetzt verkehrt? Ne, hier war das. Jetzt war einfach da unten, ne? Ich weiß nicht mehr, wo die Toilette war. Das war hier irgendwo, ne? Mal eine Mörder-Toilette. Ja. Gut. Ja, aber trotzdem ärgerlich, ne? Wenn man überlegt. Dass man ja eigentlich, dass er eigentlich viel mehr noch dran ist an der Geschichte. Das ist natürlich ein bisschen schnell erzählt, ne? Muss man auch mal sehen. Was willst du diesmal? Dich fragen, wie du gestorben bist. Ihr seid die Ersten, die das interessiert. Ich bin in dieser Kabine gestorben. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Die Tür war verriegelt und ich weinte, weil Olive Hornby mich wegen meiner Brille hänselte. Dann hörte ich jemanden hereinkommen. Dann wurde etwas Komisches gesagt, in einer anderen Sprache, glaube ich. Es war ein Junge, der sprach. Also habe ich die Tür aufgemacht, um ihm zu sagen, er solle gefälligst verschwinden und sein eigenes Klo benutzen. Und dann bin ich gestorben. Wo stand der Junge denn? Dort drüben bei den Becken. Der eine Hahn hat nie funktioniert. Ob das wohl der Eingang zur Kammer des Schreckens ist? Mach auf! Mach auf! Ach, das klappt nicht. Vielleicht sollte ich es mit Parsel versuchen. Mach auf! Es klappt! Jetzt wird's spannend. Ich habe ihn. Er hatte schon gepackt und wollte gerade abhauen. Was ist das? Ich glaube, das ist der Eingang zur Kammer des Schreckens. Nun, dann braucht ihr mich ja nicht mehr, Jungs. Ich lass schon mal meinen Besen warm laufen. Das würde Ihnen so passen. Runter mit Ihnen. Nein! Los geht's, Harry. Ich komme. So witzig. Hinab. Geh hinab in die Kerker und versuche, in den Gemeinschaftsraum zu... So, jetzt muss er noch sein Gedächtnis verlieren. Harry, da oben ist etwas. Mir ist so elend zumute. Tja. Schluss mit lustig, Jungs! Ron! Sagt eurem Gedächtnis Adieu. Amnesia! Ron! Ron, bist du okay? Ich bin hier. Ich bin okay. Geh Ginny suchen, Harry. Warte hier mit Lockhart. Wenn ich in einer Stunde nicht zurück bin... Wir sehen uns gleich. Na. In Schleime! In Kusendra! Lipendo! 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 In Kusendra! Können wir da komplett rüber springen? Das schaffe ich nicht, ne? Oder doch? Warte mal. Lipendo! In Schleime!
Okay, hier geht's auch noch einmal. Elasto! Das war, glaube ich, nicht der Sinn, oder? Nein. Oh, komm, ich muss also da runter. Na gut. Flipendo! 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 Ein paar Bohnen. Ja, ein paar Bohnen. Das ist nicht so viel, aber... Dann können wir speichern. Das ist schon mal das Rohrsystem. Das könnte ja schon mal spannend werden. Was? Stand ich so dicht dran? Mich veräppeln? Das war ein Fake. Müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht dran stehen. Wir sind sofort tot, ich meine auch klar. Wenn so eine Metallklappe auf dich draußen, na klar, bist du sofort tot. Wäre auch komisch, wenn nicht. Elasto! Elasto! Nochmal. Okay, warte. Ich nehme noch mit hier, du komischer Frosch. Okay. Und jetzt hier weiter. Und ein Riss drin, dass ich was zaubern kann? Ne, kann ich nicht. Okay. Oh. Da drüben sollen wir uns erstmal die Truhe holen, aber da komme ich noch gar nicht hin, ne? Okay. Elasto! Wie bei Indiana Jones. Sehe ich hier wie bei der Müllpresse bei Star Wars. Trotzdem, wo geht's denn hier längs? Ah, guck mal, jetzt Ruhe. Okay, also wir haben das ganze Spiel jetzt bis jetzt gespielt, ohne irgendwie was zu kaufen. Ja, haben wir nicht so richtig ausgenutzt, muss man zugeben. Aber ist das so, ne? Okay, sind viele von den Viechern. Was ist das da drüben? Ein Geheimgang? Aha. Rüber jetzt.
fährt aber nicht das Ding, aber ich kann da rüberkommen. Aha. Ohne ihn werden wir da nicht rüberkommen. Clever, clever. Können wir die Dinger noch wegmachen hier? Die nerven ja ein bisschen. Können uns auch gleich stören, wenn wir springen wollen. Dass die dann immer genau da im Weg sind. Aha. Schon mal rein, die könnten auch lästig werden sonst. Oh, wieso krieg ich nicht? So, du Affe. Alter Schwede, schnell sind die, das ist ein bisschen nervig. Kann ich da hinten runter? Also schaffe ich es von hier darüber zu springen? Wahrscheinlich, aber ich kann auch hier noch runter. Wenn es so ein Geheimweg ist, muss doch irgendwas da drin sein. Okay, komm direkt hier rein. Gut, dann gehen wir hier weiter. Unruhig hier. Lange mal die Schlange finden hier. Das wäre ein Highlight. Okay, also wir müssen jetzt hier auf jeden Fall durch. Einfach mal ein, falls wir noch mal irgendwas machen wollen. Flipendo! So, irgendwie müssen wir. Habe ich hier was verpasst hier? Es muss ja irgendwas geben, wenn wir. Ich frage wo. Da auf jeden Fall nicht. Wo kann denn das sein mit Lumos hier? Lumos. Ich sehe mich gerade nicht. Elasto. Können wir da rüber springen? Oh, okay, ist klar. Gut. Ach, da ist es, okay. Einmal den Frosch-Ding und. Sehr gut.
Sehr gut. Sorry, ich habe so einen Hunger gerade. Ich muss ein paar Chips essen. Echt scheiße für euch, glaube ich, das zu hören, aber... Ja. Defendo! Defendo! Ah, guck mal. Müssen wir auch speichern. Achso. Flipendo! Flipendo! Rick, Sempra! Rick, Sempra! Ich komme gar nicht durch, weil der hinten eben sich längs schleimt. Gut. Wir können ja auch nicht durch diesen Lichtschranke, ne? Elasto! Okay. Das war ja blöd. Defendo! Defendo! So. Müssen wir noch angucken hier, die Scheiße. Na los, komm runter. Nein! Bleib hier. Jetzt aber. Gut. Eine Karte. Ah, okay. Elasto! Defendo! Ah, jetzt gehen sie ganz runter. Okay. Verstanden. Hier links, oder? Oh. Das, Flipendo! So. Uha, ich glaube, wir gucken beim nächsten Mal, wie es hier weitergeht. Denn es muss auch ein bisschen spannend bleiben. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, tschüss.